Hallo ihr Lieben, warum heißt Buttermilch eigentlich Buttermilch? Weil sie ein Nebenprodukt bei der Butterherstellung ist. Bei uns ist sie heute aber Hauptdarsteller. Wir machen ein Buttermilchgelee mit Beeren und Holundersirup. Für unser Buttermilchgelee brauchen wir Heidelbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Gelatine, Zucker, rote Pfefferkörner. Wir brauchen Sahne, natürlich Buttermilch, eine Bio-Zitrone. Wir brauchen Holunder-Sirup und Honig. So, als allererstes geben wir mal die Gelatine in kaltes Wasser und weichen sie da drin für 5 Minuten auf. Wir reiben die Schale von einer halben Zitrone ab, also nicht die ganze nehmen, sondern reicht die Hälfte. Dann pressen wir noch schnell die Zitrone raus. Wir erwärmen 50 Milliliter der Sahne. Nicht kochen lassen, nur warm werden lassen, weil wir darin gleich die Gelatine auflösen wollen. Das geht ruckzuck. Die Gelatine nehmen wir jetzt aus dem kalten Wasser, drücken sie ordentlich aus und geben sie ausgedrückt in die Sahne, wo sie sich jetzt auflösen kann. Bisschen umrühren. Wir vermischen jetzt die restliche Sahne mit der Buttermilch. Dem Zucker. Dem 3 Esslöffel Zitronensaft. Und dem Zitronenabrieb. Rühren es einmal kräftig durch und geben jetzt die Sahne, die gelierende Sahne dazu. Wir sind schon fertig und können jetzt unsere Creme in Förmchen füllen. Die Förmchen stellen wir jetzt für mindestens 3 Stunden in den Kühlschrank und ich habe jetzt schon richtig Hunger drauf. Wir geben jetzt die Früchte in eine Schale. Eine fehlt. Die Brombeeren noch dazu. Geben über das Ganze einen Esslöffel Holundersirup. Jetzt kommen der rote Pfeffer darüber. Ein paar Pfefferkörner lassen wir für die Deko und schwenken das einmal vorsichtig. Achtung! Ganz vorsichtig, damit die Früchte nicht kaputt gehen. Wir können unser Dessert jetzt anrichten. Dafür ziehen wir ganz vorsichtig ein paar Honigspuren über unseren Teller. Als nächstes geben wir unser Buttermilchgelee. Lösen wir aus und legen es, nehmt ruhig ein bisschen die Hände zu Hilfe. Zack. Geben es auf den Honig. Jetzt kommt eine Brombeere obendrauf. Zu guter Letzt, ganz zum Schluss, machen wir noch ein bisschen Pfeffer. Den zerbröseln wir leicht und streuen ihn über den Teller. Buttermilch wird oft unterschätzt. Dabei ist sie kalorienarm, gesund und macht mit ihren B-Vitaminen die Haut ganz streichelzart.